hier auch schon wieder. Mit einem toten Wardrak. Da weint er. Weil, naja, ich fand das etwas ungerecht. Eigentlich wäre ich jetzt mit der M60 dran, aber er hat sie verloren. Also musste ich ihn leider töten. Ja. So. Also bist du auch so lieb und lebst sie wieder. Und was wir in der letzten Folge vergessen haben, ich wollte noch die Beschreibung von den beiden Waffen vorlesen. Kann ich mal machen, während Bladi mich gerade heilt. Die Donnerklinge, eine einfache Klinge erfüllt mit der Macht des Blitzes. Und ein Orks, das hat die Bladi, glaube ich, schon vorgelesen. Genau. Tesla-Stab. Stäbe solcher Art werden in freier Wildbahn selten eingesetzt. Dafür sind sie zu unberechenbar. Ach was. Passive Fähigkeit erhöht Blitzreichweite. Aktive Fähigkeit Blitz. Das sieht dann ungefähr so aus. Pam! Halbes Schild von Bloody weg. Aber keine Blitzresistenz. Ja, ich habe ihn nämlich mit dem Blitzdings da getötet. Und, ein seltsamer Hebel. Drück ihn wieder mal. Oh, fuck. Ich bin noch nicht wieder voll geschildet, nur dass du es weißt. Ja, ich auch nicht. Wie viel kommt da noch? Oh mein Gott. Ich bin dafür, wir machen uns ein Blitzschild und fahren dann mit, Ich bin ausnahmsweise mal deiner Meinung. Ich bin ausnahmsweise mal tot. Das ist keine Ausnahme, ganz ehrlich. Ah, du hast mich wiederbelebt. Ja. Ich bin auch tot. Ich bin nass. Fuck. Kannst du mich wenigstens wiederbeleben? Ganz schön. Ich bin nass, verdammte Scheiße! Ja, Feuerzauber, Junge! Lauf, du, ich hab dich wiederbelebt! Hast du gar nicht? Doch, ich hab dich wiederbelebt! Das musst du mir sagen! Wenn du sagst, ich belebe mich wieder, was mache ich denn? Ich belebe dich wieder! Du hast gesagt, ich bin nass, verdammt nochmal! Das hast du Feuerzauber gesagt. Holen wir uns den Tanz und Blitz, Tesla-Stab. Mach du das da mal. Also das Spiel zieht langsam an. Obwohl das einzige Nervige ja diese Gegner mit Schild sind. Geht's? Du müsstest ein bisschen weiter hierher kommen. Damit ich mehr sehen kann. Ich kann einfach rundherum gehen. Warte mal, wir könnten die vorher in ihren Käfigen töten. Oh, das ist mutig. Aber es hat geklappt. So, dann sollten wir uns erst vorbereiten und dann den Hebel um. Ach was. Oh, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Was oh, eine lustige Idee. Oh ja, das? Bitte. Warte mal, ich will auch welche. Was nehmen wir für welche? Wollen wir die nicht weiter hier vorne belegen gleich? Die laufen noch in der Cutscene bis hierher. Ja, vielleicht können sie schon in der Cutscene Schaden nehmen. Was ist das jetzt? Ihr müsst es aber beeilen, die verschwinden nach einer bestimmten Zeit. Arkan und Stein und Schild, ne? Verdammt. Arkan, Stein, Schild. So. Wir können auch nur. Verdammt. Vielleicht werde ich es irgendwann lernen. So, und jetzt schnell den Hebel umlegen gehen. Na, was für ein Traum. Geh den Hebel umlegen. Hier sind welche. Was ein Traum. Mach mal schon mal Schild um dich rum, weil die kommen gleich mit Zaubern. Die Schild sind weg. Sag mal, ich sag, mach ein Schild und du... Caste du erstmal ein Schild, ich komm dann hinterher. Ein Rundschild? Erstmal ein Frontschild. Okay. In die andere Richtung! Okay, wir sind tot.
Warte mal, sind wir nicht? Also du vielleicht. Wenn du stirbst, kann ich dich hier drin wieder beleben. Ich bin in mein eigenes Schild reingelaufen. Du bist tot? Ja. Pass auf, die Dinger machen Schaden an der Wand. Huste du weiter. Okay. Okay. So. Ihr seht Taktik vom Feinsten, Leute. Zwar ein wenig feige, aber effizient. Wow! Du darfst nicht zu viel von den schildzerstörenden Bomben auf einmal legen, ne? Ich hab Lebensbomben gelegt. Erst. Du musst noch die Schilde von denen deaktivieren teilweise. Nein! Ich kann vielleicht Feuer casten, das wäre vielleicht schlauer. Das Problem ist, du hast gerade mein Schild zerstört und zwei haben da noch einen richtigen Schild. Naja. Das bringt nichts, wenn wir hier drin sind. Aber ich glaube... Die Zauberer könntest du wenigstens den einen schon mal da unten. Das Problem ist, wir kommen hier nicht raus ohne. Ach doch, die können... Ja, das kann ich. Hilf mir mal ganz kurz den Schild zu boosten. Ja, Dankeschön. Ja. Dankeschön, super. Ja, super. Oh ja, sie haben ihre Schilde verloren. Wenn nur noch Zauberer übrig sind, geht's ja auch. Dann nehmen wir uns jeder ein. Setzen uns einen Blitzschlag ein und fertig ist. Stimmt, kannst du nicht Blitzschlag von hier drin casten? Nee, das ging nicht. Und nicht aufhören. Mein Gott. Nicht aufhören. Erstmal muss ich mich heilen, dann hau ich mir ein Steinschild rein. Dann haust du dir einen Blitzschlag rein. Oh, verdammt. Du solltest dir einen Blitzschlag reinhauen und dann wollte ich den töten. Das wollte ich nicht. Das ist aber gut. Danke! Lebe ich mal wieder, bevor du stirbst. Nein! Lauf nicht rein! Nein! Lauf nicht rein! Nein! Meine Waffen! Nein! Das viel, was viel schlimmer ist, ist, es kann sein, dass du dann gleich wieder nicht da bist, wenn das Level zu Ende ist. Nee, am Anfang des Levels hatte ich auch wieder respawned. Ach, schon wieder ein Anruf. Nur der Cutscene bin ich nicht dran. Ich krieg ständig Anrufe. Da ist Kahn. Das ist doof, warum rufen die immer alle mitten in der Aufnahme an? Ubran you scary. Der war spring im Ass Kriegsmann. We have seen a bit. Ben not fall. The blood you have in her. Du Bix. Ich glaube, mit dem hatten wir letztes Mal keine Probleme heute, oder? Kahn! Captain, prep for the crime. Tee to the court. We spots him for Harvinder. Nee. You leave by the hunter. Blood you can. Ich hoffe, ich kann dich wiederbeleben. Sieht so ein bisschen aus wie Link gerade. Hey, ist ein schöner Bademantel. Dem Helden im Bademantel. Ah, da bist du wieder. Nein, was soll denn das? Der hat uns vorbeigesprungen. Darf ich mal bitte fragen, was du vorhattest damit, ein Schild zu bauen? Nein, du hast mich umgebracht! War nicht meine Absicht.
Leertaste! Befreien! Zack, bam! Sehr gut. Befreien! Spinnst du? Hau ihm einen Donnerkeil-Zauber drauf, direkt. Der ist echt gut. Bam. Was ist da explodiert? Er wirft Bomben. Blutverlust, meine Achillesferse. Die Achillesferse von irgendwie jedem. Pagrania, der Dunkellord, wird am Wochenende nicht eher ruhen, bis der Orden der Magie ausradiert ist. Midgard wird bald erwachen und realisieren, dass sich die Welt nicht mehr von den Sterblichen beugt. Und ja, ich weiß, dass am Weltenende steht. Aber Wochenende war besser. Steht eindeutig Wochenende. Ich auch so gesehen. Oh, kennst du den noch? Hey Vlad, wie geht's? Warte mal kurz, hat der eine Waffe getroffen? Nö. Nö, das ist ein Lauch. Noch lustiger ist das hier. Oh ja. Wir müssen kreuzen. Nochmal. Wenn das nämlich an deinem Ende passiert, dann ist das lustiger. Mach du mal Leben und Strom. Ich mach Wasser und Akan. Leben und Strom. Ja, bitte nicht in meine Richtung. Nach rechts. Leben und Strom. So, gucken wir mal, was Vlad, der definitiv kein Vampir ist, uns zu sagen hat. Ja. Der Erz war Drama. Gimnis was kann Tabakum kurtan. Irgendwas hat Grimnir gebacken. Naja. Kuchen. Erdbeerkuchen. Achso, und er flitzt, um seine Fesseln zu lockern. Es gab nie für Snabbit. Spatzen im Midgorslut. Umenga rundskul. Sevar Gimnir hand. Wembat in det Krarmi. Richtig, Zeit ist wichtig. Genau. Nu, go! Und los. Level geschafft. Wow. Warum schaffen wir Level immer zu so doofen Zeiten? Ja, ist echt schlimm, oder? Naja gut, wir müssen mal nach irgendeinem Checkpoint dann gucken, dass wir die nächste Folge, dass wir die Folge nach dem Checkpoint beenden, dass wir erstmal eine Pause machen können. Jo. Und Grimnirs grausiger Plan entlarvt war, verwies der Weise und fesche Vlad die Zauberer auf die einzig vernünftige Option. Anstatt auf den Rest der Armee zu warten, sollten sie sich unverzüglich aufmachen und den mächtigsten Hexenmeister im Weltengedächtnis im Alleingang erledigen. Klingt vernünftig. Auch wenn du die Kombination Fan der Magie beschworen hast, musst du sie nicht als solche auslösen. Drücke eine der normalen Zaubertasten, um sie als regulären Zauber zu wirken. Was ist denn mit dir schon wieder los? Was ist denn los mit... Ja, warum war ich jetzt gerade... Stimmt. Was ist mit dir los vor allen Dingen? Ah. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Oh, da ist Wasser. Ich hab was gefunden. Falsch. Mach dir mal ein Eisschild, damit du nicht so einfrierst. Ich kann doch hier warten. Blizzard. Angst! Kommen wir hier hoch? Nö. Oh, wir haben noch eine ganz miese Stelle vor uns. Die Stelle, wo ich... Die Stelle, wo ich damals mit dem coolsten Stab gescheitert bin. Weil du mich getötet hast. Ach was. Ist das schon der coole Stab? Nein, au. Das ist nur so einer. Hä, warum hast denn du nicht mehr deinen coolen... Ach so, hä? Nee, stopp.
Wann bist du? Achso, du bist ja nochmal gestorben, bevor wir da reingegangen sind. Stimmt. Ich würde den gerne nehmen. Leicht. Unter Umständen. Danke. Hör auf rumzutanzen, Stork. Danke. Oh nein, das kommt jetzt. Oh nein, ich möchte das jetzt. Epische Musik. Ich möchte jetzt hier irgendwo. Warte. Ich bin ganz. Der Kahneblitz ist gar nicht so schlecht. Hä? Der Kahneblitz ist gar nicht so schlecht. Okay, nacheinander. Hier bist du mal runtergefallen, ne? Ja. Ganz durch so eine Zauber hier. Könntest du das bitte sein lassen? Oder sowas. Das ist gar nicht so einfach, dem Weg zu folgen. Nee, das ist Tatsache richtig. Ah. Da wär's beinahe wieder gewesen. Oh, ich hab keinen gesehen. Unerhört. Ach doch, wir haben ihn nach dem Weg gefragt, ne? Ja. Ich muss Nachforschung anstellen. Na, dann forsch mal nach, Vlad. Bam! Und Vlad ist wieder weg. And disappear like a ghost. Wobei, ich glaube, das kennt keiner. Nein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, wir sind hier. Ah ja, da sieht aber auch was. Nicht auf mich. Mein Schild ist weg. Ja, bei diesen Wesen müssen wir halt immer aufpassen, dass sie sich komplett materialisieren. Bevor wir sie umbringen können. Bevor wir sie überhaupt angreifen können. Bam. Vorher nehmen sie keinen Schaden. Ja, was nicht in unserer Welt ist, können wir auch nicht angreifen. Okay, vorsichtig diesmal. Eigentlich müssten wir hier jetzt irgendwo mal aufhören, damit wir das nicht wieder so weit ran spielen müssen, dann, wenn wir. Wenigstens sind diese Kleinen relativ leicht zu besiegen. Gerade mit Donnerzaubern. Ich würde gern. Danke. Hä? Ich kann wieder sterben hier. Verdammt. Nee, geht schon. Ist da unten noch was? Das Witzige ist, dass nämlich auch am Weltenende tote Elche rumliegen. Nein, glaube ich nicht. Wie soll die herkommen? Ich will keine Hast. Hast du... Geh mal aus dem Weg! Hast du Lauch mir gerade mein Schild geklaut? Du hast mit der Hast da reingerannt. Ich freue mich schon, wenn ich meinen Frostspalter habe. Und du sollst mich nicht dauernd nass machen hier. Warte, mach die da weg. So. Sag mal. Oh, okay, drehen wir um. Nein, da kommt gleich was. Ja, ihr seht schon, jetzt kommen die gefährlichen Stellen. Schnell denn die Plattformen bewegen sich teilweise einfach weiter. Oh Gott! Oh, da bist du. Du brennst. Und ich bin nass. Okay, rüber. Noch nicht, jetzt. Ich bin, glaube ich, das letzte Mal zu früh gesprungen. Ich glaube, dieser große Felsen ist eine super Gelegenheit. Ist schon wieder soweit. Ist schon wieder soweit. Um das Ganze für jetzt erstmal. Okay, wir müssen erst noch ein bisschen was. Wir müssen erst mal ein paar Höllengeburten noch töten. Ein Wesen des Immateriums.
aus dem Warp herüber gesprungen. So, jetzt aber. Ja. Wir schauen uns das nächste Mal weiter um, gucken, dass wir zum Weltenende kommen. Ja. Kommt doch endlich mal zum Ende. Und schauen mal, was es mit Grimnirs bösen Plan auf sich hat und ob uns der fesche Vlad nicht irgendwie weiterhelfen kann. Ob seine Nachforschung was ergeben. Genau. Ich würde mal sagen, bis dahin und tschüss. Tschüss.